Hallo, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel, stehe hier vor dem Händler auf der nordfriesischen Marsch. Ich habe natürlich wieder eine Mod-Vorstellung für euch, heute von unserem Sander. Es ist ein Mod-Pack von etwas größerer Art und deswegen schauen wir uns das jetzt gleich mal an. Unter Fahrzeuge hat er seine Rubrik. Und zwar ist das ein Modpack speziell für die nordfriesische Marsch. Schauen wir mal rein. Und schaut euch das an. Das ist also, ja, wenn man hier mal kurz so durchscrollt. Unglaublich, was hier reingekommen ist. Einiges kommt euch sicherlich bekannt vor. Es gab ja vor einiger Zeit schon mal ein Modpack, wo er Häcksler drin hatte, die Häcksler hier und auch diese drei Anhänger hier. Das kommt euch sicher bekannt vor und auch das war mit vertreten. Aber die Roder sind dazugekommen und diese Ernter sind auch dazugekommen. Und das ist jetzt speziell für die nordfriesische Marsch zurechtgemacht. Auf der nordfriesischen Marsch haben wir ja mittlerweile eine ganze Menge Früchte dazu bekommen. Und deswegen hat Sander sich gedacht, er macht dieses Pack für uns fertig. Es ist praktisch jetzt Hopfen hier mit dazugekommen und Lavendel. Vorher konnten diese Häcksler bereits schon Zuckerrohr und Baumwolle ernten. Aber wie gesagt, Lavendel und Hopfen, weil es das auf der friesischen Marsch gibt, kamen dazu. Dann haben wir, also wir werden uns erstmal die Häcksler anschauen. Da haben wir unter anderem den Krone-Häcksler, den Big X 1180 für 515.000 Euro. Der hat 1156 PS, hat ein Tankvolumen für Diesel von 1500 Litern, kann 40 Stundenkilometer schnell werden und ein Tankvolumen für Siliermittel oder dergleichen halt von 550 Litern. Und er kann, wie gesagt, Baumwolle, Zuckerrohr, was das hier ist, weiß ich nicht genau. Das sieht aus wie Heu oder Gras, das nächste. Ja, so sieht das zumindest aus. Deswegen auch der Tank für Siliermittel, ganz genau. Aber dann ist das wahrscheinlich eher nicht Heu. Ich weiß nicht, kann man das silieren? Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Jedenfalls Lavendel ist dazu gekommen und Hopfen. Und das hier ist Siliermittel. So, dann haben wir die Schneidwerke hier dabei für Zuckerrohr, für Baumwolle, für Lavendel, für Hopfen. Wir haben einen weiteren Häcksler. Das ist der Jaguar 960 Terratrack für 380.500 Euro. Genau gleiche PS-Zahl, kann genauso viel Diesel tanken, auch 40 Stundenkilometer Geschwindigkeit und auch einen Siliermitteltank von 550 Litern. Ein Eigengewicht hat er, genau wie der andere, von 17,1 Tonne. Ich denke mal, das war hier genauso. Schnell nochmal schauen. Jawohl. Also das ist identisch. Und auch der dritte Häcksler wird die gleichen. Nein, der ist ein klein bisschen schneller. Also der erreicht schon mal 50 Stundenkilometer Geschwindigkeit. Und hier kann er auch ein bisschen, nein, das ist etwas weniger. 1650 PS hat er, kann Diesel tanken 1225 Liter und der Siliermitteltank ist etwas kleiner, der hat nur 20 Liter Inhalt. Er wiegt 15,5 Tonnen. Das hier unten alles gleich. Dann haben wir die beiden Anhänger hier, die kennen wir ja auch schon, der Bandit 750, die sind jetzt für die Marsch, damit sie auch wirklich alle Früchte laden können, die diese Map zu bieten hat. Schaut euch das an. Das nimmt kein Ende. Das ist unglaublich. Da passt einfach alles rein, was das Herz begehrt. Aber wirklich alles, sogar Eier. Ich werde verrückt. Sogar Eier. Mann, 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 Mann. Also hier passt wirklich alles rein. Dann haben wir die drei Anhänger, die wir auch schon aus dem anderen Modpack kennen. Die sind hier auch mit reingekommen, damit sie auch die gesamten Früchte, die die Marsch bietet, laden können.
Dann haben wir hier die Roder dazu bekommen. Einer für Kartoffeln, einer für Zuckerrüben, einer ist für die Möhren und einer für Zwiebeln und einer für Weißkohl. Die haben auch alle die gleichen Eigenschaften, wie man hier sehen kann, wenn man durchtappt. Und zwar 1530 PS. Sie können 1750 Liter Diesel tanken, erreichen eine Geschwindigkeit auf der Straße von 60 Stundenkilometern, haben ein Tankvolumen von 255.500 Litern, ein Eigengewicht haben sie von 30,9 Tonnen, eine Arbeitsbreite von 16,2 Meter und auf dem Feld werden sie 25 Stundenkilometer schnell. Das ist ganz ordentlich. Und dann haben wir hier diese Ernte noch, die Lavender. Einmal der Lavender CP 690. Der kostet 847.000 Euro für Lavendel zu ernten. Und dann haben wir noch den Lavender Module Express 635. Der ist etwas günstiger im Preis und kostet 485.000 Euro. Jetzt muss ich mal schauen, die haben aber, glaube ich, verschiedene Eigenschaften. Jawohl. Also, der Ernter hier, der kann hat 1890 PS, kann 1522 Liter Diesel tanken. Auf der Straße erreicht er eine Geschwindigkeit von 45 Stundenkilometer. Sein Tankvolumen beträgt 10.000 Liter. Ja. Hat ein Eigengewicht von 28,2 Tonnen und der kann Rundballen von 238 cm laden. Eine Arbeitsgeschwindigkeit hat er von 17,6 Metern. Das ist jetzt der Ernter für Quaderballen von 488 cm und er hat eine Arbeitsbreite von 17,6 Metern. Sein Tankvolumen beträgt 20.000 Liter bei einer Geschwindigkeit auf der Straße von 45 Stundenkilometer. Er kann 757 Liter Diesel tanken und hat 1815 PS. Auf dem Feld wird er 25 Stundenkilometer schnell. Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Der ist für die Rundballen und der ist für die Quaderballen. Beides Lavendelernter. Ja. Wir schauen einfach mal stellvertretend in einen Häcksler rein, würde ich sagen. Ich nehme mir mal den Fendt. Das ist jetzt einfach mal stellvertretend für die anderen beiden, denn da sind die Auswahlmöglichkeiten genau gleich. Und wir haben natürlich wieder die Reifenhersteller, die wir aussuchen können. Ganz klarer Fall. Das kennt man ja schon. Ich bleibe jetzt mal bei Trelleborg. Es gibt bei einigen Herstellern die Möglichkeit, die Reifenvariante auszusuchen, wie bei Trelleborg zum Beispiel. Da kann man Breitreifen aussuchen oder Standard. Bei Michelin ist das nicht möglich, bei Continental auch nicht, bei Mitas nicht. Bei BKT kann man wieder aussuchen, Breitreifen oder Standard. Bei Fredestein können wir das auch. So. Und ich bleibe aber jetzt mal bei Trelleborg und nehme die Breitreifen. Das sieht schon klasse aus. Das sind Schluffen. Dann haben wir die Möglichkeit, das Entladerohr zu verändern. Da gibt es also Standard, so wie es jetzt hier ist. Dann haben wir die Möglichkeit, das lang zu haben oder extra lang. Bei den anderen beiden Rotern gibt es nur die Möglichkeit, Standard und lang. Beim Fendt hier ist praktisch diese dritte Möglichkeit noch vorhanden mit dem extra lang. Wir haben natürlich die Möglichkeit, eine Hauptfarbe auszusuchen. Und die ist, wie wir es vom Sander gewohnt sind, unendlich umfangreich. Also ich kann es euch sagen. Ich wähle mir hier einfach mal ein Olivgrün aus. Warum nicht? Das ist mal was anderes. Es muss ja nicht immer unbedingt das Fendtgrün sein. Dazu passend könnte ich mir vorstellen, ein schönes helles Grün vielleicht. Ja, schaut mal, das passt. Das wirkt doch irgendwie, ja, ich würde fast sagen, edel und lebendig durch diese verschiedenen Grüntöne, irgendwie frisch.
Dann haben wir eine weitere Designfarbe. Da weiß ich jetzt nicht genau, wo die auftauchen wird. Ich nehme einfach mal. Ach, wir nehmen einfach mal ein Rot. Na da. Okay. Ich würde sagen, das passt. Das kann man machen. Fendt hat ja Rot auch. Da können wir auch die Felgenfarbe direkt in Rot nehmen, würde ich mal sagen. Gibt es das überhaupt in Fendt? Ja, hier schaut's. Ach naja, Chrom aber nicht gerade. Nein. So, ne? So würde ich mal sagen, könnten wir das nehmen. Den kaufe ich jetzt einfach mal stellvertretend für die anderen alle. So. Dann haben wir die Möglichkeit, natürlich die Schneidwerke auszuwählen. Ganz klarer Fall. In dem Fall zum Fendt passend wären das jetzt diese hier. Aber wir können ja auch einfach mal ein ganz anderes Schneidwerk nehmen. Das ist ja völlig egal. Ich nehme einfach mal nur zur Ansicht hier vorne dieses Schneidwerk mal. Die können wir genauso stellvertretend für alle anderen Schneidwerke praktisch färben. Es gibt eine Hauptfarbe. Ich würde mal sagen, weil das jetzt hier Lavendel war, was ich ausgesucht habe. Es gibt kein Zartfliederfarben leider nicht. Es ist nur dieses dunkle Lila da. Das nehme ich jetzt einfach mal. Und wir können eine Designfarbe aussuchen. Da bin ich jetzt gespannt, wo die auftaucht. Da müsste man mal was Auffälliges nehmen, damit man das sieht. Aha, das sind diese ganzen Spitzen hier. Kann man eigentlich so lassen. Und dann gibt es noch eine Designfarbe. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Schneidwerke sind. Deswegen wähle ich mal Chrom. Und genau richtig. Hier dazwischen diese ganzen kleinen Räder mit den Zacken. Also ein Schneidwerk in Chrom stelle ich mir schon in Ordnung vor. Das nehmen wir mal auch. Ich brauche das ja nicht anhängen. Das ist wirklich nur zur Ansicht. So. Dann haben wir natürlich jetzt hier die Anhänger hier noch. Ich wähle mir mal den Bandit für die extremeren Geschichten. Das steht, wo steht das überhaupt? Ach, hier oben. Hier oben, da ist extrem. Und das ist hier der Anhänger für normalen Inhalt. Also die zwei Möglichkeiten haben wir hier. Ich nehme jetzt mal den für das unrealistische Spielen. Da haben wir natürlich hier Möglichkeiten wieder ohne Ende. Wir können die den Inhalt praktisch verändern, ganz klar. Hier haben wir jetzt 500 Kubik, also 500.000 Liter. Dann können wir das erhöhen gegen einen Aufpreis von 9.800 Euro auf 1.500 Liter. Wir können auf 2 Millionen, ja genau, auf 2 Millionen erhöhen. Und auf 2.250.000 Liter außerdem noch. Und natürlich alles gegen Aufgeld. Ganz klarer Fall. So. Also das ist schon enorm, was man hier machen kann. Ich bleibe mal bei der allerhöchsten Inhaltsmenge. Und dann haben wir natürlich hier wieder die Möglichkeit, den Reifenhersteller auszusuchen. Ganz klarer Fall. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr seht. Ich bleibe aber bei Trelleborg. Dann haben wir die Möglichkeit, ein Design auszusuchen. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ach, das ist hier unten, denkt dieses Gitter gewesen. Nochmal weg. Jawohl, genau. Das nehme ich selten dazu, aber damit ihr wisst, was das ist. Das Zubehör ist unter dem ersten Design und das ist dieses Schutzgitter. Dann gibt es die Möglichkeit, ein Logo auszusuchen. Da gibt es, aha, Testerea und mein Logo ist hier vertreten, wie man sieht. Dann gibt es die Möglichkeit, noch den Sander mit dazu zu nehmen und mein Logo dabei. Dann haben wir das LS-Logo. Wir haben das LS-Logo und Sander und mit mir. Dann gibt es das Flammenblau, Flammenrot. Dann haben wir den Drachen und diese ganzen Möglichkeiten, die wir aus den 19er eigentlich schon kennen von unserem Sander. Schaut euch das an, das ist alles wieder da. Ist also schon enorm. Finde ich ganz, ganz toll. Da kann man so wirklich seine Vorstellung freien Lauf lassen. Das ist also ganz, ganz prima. Ich nehme mal das, wo wir alle dabei sind. Eine Abdeckung kann man sich aussuchen, ja oder nein. Ich nehme die gerne damit dazu.
Irgendwie ist das ein gutes Gefühl. Man sollte da auf der Fahrt nichts verlieren dadurch, ne? Das ist einfach so ein Bauchgefühl. Dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, eine Hauptfarbe auszusuchen. Die ist genau wieder so umfangreich, wie man sich das schon vorstellen konnte. Ich nehme jetzt mal hier Navyblau. Das passt einfach irgendwie. Ja, es gefällt mir halt. Vor allen Dingen jetzt Shorty seinem Logo. Das passt. Dann gibt es eine Designfarbe. Da weiß ich jetzt nicht genau, wo die sich findet. Da muss ich mal gucken. Ist das jetzt hier die Deichsel gewesen? Nee, das ist sie nicht. Ach, ich vermute, das ist das Gitter. Moment. Das können wir gleich gucken. Das werden wir eben nochmal probieren. Ich hole das Gitter. Ja, das ist das Gitter. Okay, dann lassen wir das mal dran. Dann können wir das nämlich mit beachten. Aber das nehme ich dann gerne in Chrom. Das passt besser zu dieser restlichen Farbgeschichte. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, die Felgen zu färben. Die nehme ich in dem Fall auch in Navyblau. Das passt einfach schön. Und den kaufe ich, den stellen wir uns draußen mal hin. Einfach nur so zum Anschauen. Dann haben wir hier die drei Anhänger. Dann nehme ich stellvertretend auch einen davon. Ich würde mal sagen, ich nehme einfach mal den mittleren. Die Auswahlmöglichkeiten sind auch hier identisch. Wir haben hier die Möglichkeit, den normalen Anhänger zu nehmen, den Standardhänger oder aber einen Aufbau dazu zu schalten. Verschiedene sogar, wie es aussieht. Jetzt muss ich noch mal gucken. Das ist Standard. Genau, dann haben wir noch einen Standard. Das ist kein Aufpreis hier dabei. Schaut mal an. Nochmal zurück. 22 Kubik, also 220.000 Liter passen da rein. Dann haben wir 320.000 Liter. Dann ist der Aufbau da. Da sind wir bei 42.600. Dann sind wir bei 52.600, bei 62.600 und bei 72.600. 100, das ist ja Wahnsinn, was hier passiert. 82.600, also hier hat man ja Möglichkeiten ohne Ende. 92.600, 102.600 Liter und dann sind wir wieder bei Standard. Und das beträgt dann 220 Liter. So, das ist also schon, nee, 220.000, 22.000, so, jetzt sage ich da schon ein Quatsch da. Also, bei dem bleibe ich jetzt erstmal, oder wie, ja, doch. Wir kennen die hohe Variante nehmen von 102.600 eigentlich. Ist das in Ordnung? Wie die Reifen können wir auch wieder aussuchen. Da haben wir Trelleborg, Michelin, BKT, Friedestein und wieder Trelleborg. Reifenvarianten können wir aussuchen. Standard, Standard 2, extra breit und Breitreifen. Breitreifen 2. Nochmal breit, extra breit 2 und dann sind wir wieder bei Standard. Die lasse ich mal so, das ist in Ordnung, finde ich. Auch hier gibt es die Möglichkeit, ein Logo auszusuchen. Da haben wir erstmal hier das Logo von unserem Sander. Mal ein bisschen näher ranholen hier das Ganze. Dann haben wir vom Shorty das Logo dabei. Ach, und von mir das Logo ist auch vorhanden. Das ist ja toll. Supi, danke Sander. Und natürlich von uns allen dreien. Ich würde sagen, so lasse ich das jetzt mal. Das ist in Ordnung. Es gibt natürlich wieder die Möglichkeit, eine Hautfarbe auszusuchen. Dann nehme ich jetzt mal ein schönes helles Blau. Warum nicht? Und wir haben die Möglichkeit, die Felgenfarbe auszusuchen. Da gehe ich auf Navyblau. Das passt gut dazu. Der Farbton ist hier oben schon vorhanden in den Logos und kehrt dann also hier wieder. Das ist dann sowas wie so ein kleines Gleichgewicht in Farbgebung. Natürlich können wir auch das Kennzeichen personalisieren. Den werde ich auch draußen hinstellen und schauen wir den auch mal an. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, die Roder hier anzuschauen. Stellvertretend für die ganzen Roder gehe ich mal bei den Möhren rein und schaut mal, was mir gleich auffällt. Erstens mal dieses schöne breite Schneidwerk, ja. Also hier ist es so, dass das Schneidwerk nicht schmal aussieht und trotzdem links und rechts
so weit ausholend erntet. Ich finde das immer gut, wenn man die Arbeitsbreite auch wirklich körperlich sehen kann. Das ist irgendwie realistischer und ist irgendwie, mir gefällt das einfach wirklich besser, als wenn das so von Geisterhand einfach irgendwo geerntet wird und die Arbeitsbreite nicht sichtbar ist, ne? Und man hat praktisch die Möglichkeit, wenn man die Ernte alle am Hof jetzt hätte. Man kann sie unterscheiden, weil Sander uns hier vorne die Frucht drauf getan hat. Und das finde ich sehr, sehr gut. Den können wir natürlich auch wieder farblich verändern. Wir haben die Möglichkeit, auch die Reifenhersteller auszusuchen. Und den lasse ich jetzt mal bei Continental. Warum nicht? Das ist mal was anderes. Dann haben wir auch die Möglichkeit, die Hauptfarbe auszuwählen. Die Reifenvariante ist nicht wählbar. Hauptfarbe würde ich mal sagen, weil es Möhren sind, gehe ich mal auf Rot. Okay. Designfarbe. Da bin ich jetzt gespannt, wo die auftaucht. Ich gehe mal auf Perlgrau vielleicht mal. Das passt zu Rot. Also das ist ganz ein dunkles Grau. Schaut mal, Perlgrau habe ich mir eigentlich heller vorgestellt. Aber ja, na, warum nicht? Und dann gibt es noch eine weitere Designfarbe. Dann gehe ich vielleicht noch mal auf Rot, würde ich sagen. Und das war genau richtig. Okay, das Schneidwerk hier vorne in Rot dazu. Das passt zum Körper, wenn der auch rot gehalten ist. Und der Rest hier in diesem Perlgrau, das sieht irgendwie gut aus. Das passt. Gefällt mir. Ich hoffe euch auch. Und wenn nicht, das kann man ja so färben, wie man gerne möchte. Ist ja gar kein Problem. Wir haben natürlich auch wieder die Möglichkeit, die Felgen zu färben. Und die mache ich mir jetzt einfach mal in Orange. Das passt auch irgendwie dazu, würde ich mal sagen. Es ist völlig in Ordnung. Und hier auch haben wir wieder die Möglichkeit, das Kennzeichen zu personalisieren. Also, das wäre jetzt der Möhrenernter. Vielleicht könnte man das Schneidwerk auch in diesem Perlgrau machen. Mal gucken. Das ist ein helles Perlgrau jetzt hier. Okay. Gibt es da auch ein dunkleres Perlgrau-Chrom? Nee, nicht das. Ach, das ist das hier vorne wahrscheinlich. Da müsste ich hier mal probieren. Ja, weil man da die Möhren auch sehr gut sehen kann, hier die Früchte, die draufgebracht sind. Schaut mal, das, so kann man das eigentlich auch machen. Interessant. Sieht nicht schlecht aus. Ich würde mal sagen, so lasse ich das mal. Das ist mal ganz was anderes. Kaufen wir mal und stellen wir uns draußen auch mal hin zum Anschauen. So, dann haben wir noch die Möglichkeit, die anderen Ernter hier hinten, der Lavender CP690 und der Lavender Module Express 635. Ich gehe jetzt mal stellvertretend hier bei dem hier rein für die Rundballen. Ja, es ist ein imposantes Maschinchen, würde ich mal sagen. Und die Arbeitsbreite auch, wie ihr seht, wieder sichtbar. Und das finde ich einfach toll. Wir haben die Möglichkeit, den Reifenhersteller auszusuchen. Und da gehe ich jetzt mal auf Mitas. Warum nicht? Ist mal anders. Die Reifenvariante ist nicht wählbar. Wir haben die Hauptfarbe, die wir aussuchen können. Da gehe ich mal mit. Womit gehen wir denn da mal? Perlhellgrau Metallic? Nö. Perlhellgrau, Weiß Aluminium, das ist alles. Ich nehme ein helles Blau. Ja, das kann man mal machen, finde ich. Warum nicht? Das passt irgendwie. Ich muss mal einen Schluck trinken. Kleinen Moment. So, dann haben wir die Möglichkeit, eine Designfarbe auszuwählen von zweien. Ich vermute mal, ich gehe mal auf Chrom. Das war richtig. Hier vorne die Schneidwerkgeschichte. In Chrom finde ich in Ordnung. Das passt und soll ja scharf sein und schneiden können, ne? Dann haben wir eine weitere Designfarbe. Da haben wir wieder die Möglichkeit, hier ohne Ende eine Auswahl. Das ist nur Wahnsinn, also wirklich. Ich nehme jetzt einfach mal Navyblau zu dem hellen Blau dazu. Das kann man ja mal machen so. Habe ich so noch nie gemacht bei diesem Ernter, aber ja, okay, ist mal was anderes und die Felgenfarbe ist natürlich auch auswählbar und da können wir uns auch wieder, ich nehme mal das helle Blau dazu, ah nee, nicht wirklich, ne?
Nein, nehmen wir mal ein Rot. So, da sieht man das wenigstens. Alles klar. So, lasse ich den mal. Und so werde ich den auch kaufen. Hier gibt es kein Kennzeichen, wie man sieht. Aber das wird seinen Grund haben. Okay, kaufen. So, jetzt werden wir uns die Geschichte mal anschauen im Tageslicht. So, da vorne stehen die ganzen Geschichten. Alles klar. Tja, wir haben hier jetzt, fangen wir mal gleich hier vorne bei dem hier an. Das ist jetzt der Lavendelernter. Da steigen wir mal ein. Und den nehmen wir mal mit rüber auf die andere Fläche da drüben. Ich schalte mal an. So. Denn natürlich wollen wir uns den ein bisschen näher anschauen, ganz klarer Fall. Auch wenn das Video dadurch ein bisschen länger wird jetzt. Aber wenn man so viel vorstellen möchte aus so einem Pack, da muss das schon so sein, dass die Möglichkeit besteht, die Geschichten auch anzuschauen. Ja? Ich werde den jetzt mit X mal aufklappen, ganz klar. Okay, er wird erntebereit gemacht. Schaut es euch an, alles mit Sound, natürlich. Herrlich, einfach nur klasse. Jo, jetzt will ich mal schauen, das Schneidwerk müsste man ja auch aufmachen können. Erntemaschine haben wir aufgeklappt. Ich gehe mal auf V. Ah ja, so war das. Wenn wir auf V gehen, um das Schneidwerk zu senken, klappt es gleichzeitig auf. Und natürlich auch mit Sound. Ganz klarer Fall. Okay, ich mache das F1-Menü wieder zu. Ich schalte hier aus und wir springen mal zu dem nächsten Fahrzeug. Nicht zu meinem PKW, sondern zu diesem Ernter hier, der die Möhren ernten soll. Okay, auch den machen wir an und schauen uns den gegenüber an. Ganz klarer Fall. Hat einen schönen Sound, finde ich. Jawohl. Man merkt, dass da Kraft dahinter steckt. So. Und auch den klappe ich jetzt mal auf, ganz klar. Mit X. Aha. Schaut's euch an. Wunderbar animiert. Toll. Jetzt ist er erntebereit. Und auch das Schneidwerk wird ausgefahren. Schaut es euch an. Da ist es. Ich werde es mal senken. Und steig mal aus. Wir schauen uns das mal ein bisschen näher an hier. Ja, da kann man es sehen. Ist wunderbar gemacht also. Ist eindeutig sichtbar. Das ist das Schneidwerk für die Möhren. Und natürlich gucke ich mal wegen der Kollision. Man kann natürlich hier wieder bis zur Mitte, bis zum Originalschneidwerk durchmarschieren. Also hier, nur die Mitte hat Kollision, wo das originale Schneidwerkteil ist und der Rest ist ohne Kollision. Schaut es euch an. Das ist klasse. Wie ist denn das hier? Das habe ich auch noch nicht kontrolliert. Das machen wir mal jetzt. Ich laufe hier mal durch. Ja, und auch hier ist das so. Bis zu dem normalen Schneidwerk, was es im Original eigentlich hat, ist keine Kollision vorhanden. Schaut es euch an, bis hierher. Man kann also durchgehen, bis dahin ist es ohne Kollision und wenn man hier her will, in der Mitte von dem ursprünglichen Teil, da ist natürlich Kollision drin. Ganz klarer Fall. Ja, dann springe ich mal zur nächsten Maschine und das ist diese hier. Da werde ich auch schauen. Jetzt bin ich natürlich nicht sicher, ob der das Teil hier anhängen kann, um das aufzuklappen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, hätte doch das andere Schneidwerk wohl nehmen sollen, was zu dem dazugehört. Aber ja, mal gucken. Wir gucken mal. Der kann es anhängen. Na, schaut es euch an. Er kann es anhängen. Na, dann ist ja gut. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber es funktioniert.
Na, dann werden wir es auch aufklappen können und anschauen können. Ganz klarer Fall. Auch stellvertretend für alle Schneidwerke von den Häckslern. Ne? So, den stellen wir mal hierher. Okay. Und ich drücke wieder X. Und es wird aufgeklappt. Schaut es euch an. Natürlich mit Sound. Ganz klar. Wunderbar gemacht. Und auch hier kann man wieder sehen. Das schauen wir uns aber gleich nochmal ganz genau an. Ich steige gleich mal aus. Ich senke das Schneidwerk. Wir schalten aus. Und ich steige aus. Also, der Häcksler kann natürlich auch dieses Schneidwerk anhängen, wie wir gerade festgestellt haben. Das ist ja interessant. Auch hier kann man wieder sehen, wofür das Schneidwerk gedacht ist, wenn man mehrere Schneidwerke am Hof hätte. Das Zeichen für Lavendel ist da drauf und das passt natürlich zu diesem Lila in dem Fall jetzt. Und das Schneidwerk selbst, also die Schneidobjekte, die sind in Edelstahl gehalten. Das habe ich vorhin so ausgewählt und ich finde, das passt ganz gut zusammen. Farblich schon, aber auch eigentlich vom Logischen her, es soll ja schneiden, es muss scharf sein. Dann ist das ja richtig, wenn das aus Metall ist, ne? Ja, meine lieben Zuschauer, wir schauen uns natürlich noch ganz kurz die Anhänger an, das ist auch klar. Die will ich euch nicht vorenthalten. Wir haben hier den kleinen von diesem Trio, der eigentlich gar nicht so sehr klein wirkt, jetzt hier mit dem Aufbau. Das ist natürlich auch wieder eine Top-Qualität. Ja, der Brandner TA23065 ist das. Eine feine Sache. Nicht so riesig groß, kompakt gehalten und hat einen guten Inhalt, wie wir gesehen hatten vorhin beim Konfigurieren. Ja, und den kennen wir ja schon, den Grampe von unserem Sander. Der ist ja auch außerhalb von dem Modpack schon vorhanden und auch in diesem großen Aufbau. Ist dieser für extrem. Es gibt den gleichen ja auch für den normalen Inhalt, wie wir vorhin gesehen haben. Und ohne Ende Logo und Kennzeichnung und so weiter und so fort. Natürlich hat auch dieses ein personalisierbares Nummernschild hinten. Wenn man da mal etwas näher rangeht, ich nehme mal den starken Bauern, also die Anzeige mal weg. Mal gucken. So, da können wir mal ein bisschen näher rangehen. Ja, unten ist das Kennzeichen von mir und oben natürlich von Shorty. Das ist ein ganz klares Ding. Das ist ja schließlich der Anhänger, der für Shorty gemacht wurde. Ja, und hier können wir auch mein Logo sehen, also mein Logo, Quatsch, mein Kennzeichen sehen, was ich mir da kreiert hatte. Ja, in dem Sinn sage ich jetzt mal, mehr gibt es eigentlich nicht zu diesem Modpack zu sagen. Es ist also sehr, sehr, sehr groß, wie ihr gesehen habt. Es ist eine tolle Geschichte. Das ist also wieder eine Wahnsinnsleistung, Sander, die du hier gebracht hast. Jetzt besitzen wir ein Modpack speziell für die Nordfriesische Marsch und die wird ja von sehr, sehr vielen Spielern gespielt und gerne gespielt, ne? Das ist ein ganz klarer Fall. Da gehöre ich auch dazu. Das ist nun mal auch meine Lieblingsmap. Ja, viel mehr gibt es jetzt nicht zu sagen zu diesem gewaltig großen Modpack. Vielen, vielen Dank, Sander. Und ich bedanke mich ganz herzlich jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, was ich euch hier präsentiert habe, dann lasst mir bitte einen Daumen da. Da freue ich mich drüber. Und es motiviert mich und es hilft dem Kanal und letztendlich auch uns allen. Ja, und natürlich freuen wir uns über einen Kommentar, der Sander und ich. Deshalb sage ich jetzt erstmal für heute, weil sonst noch viel länger wird dieses Video. Ich sage jetzt erstmal Tschüssi für heute und bin erstmal raus. Wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüssi, eure Maritzl.